Hallo und herzlich willkommen im Vlog Nummer 47. Wir machen weiter mit der Ansaat mit Mais. Mit der Hoffnung, dass wir das jetzt in dieser Folge wohl endlich mal zu Ende kriegen. Sollten wir mal. Ne? Gut, dann geht das hier weiter mit auch mit der Ernte von Rüben. Und das Thema sollten wir langsam auch mal abhaken. Naja, wir haben gerade damit angefangen, ne? Dann wollen wir mal schauen, dass wir da noch mal ein bisschen hier vorankommen. Das ist noch nicht unseres. Das Feld ist jetzt frei. Was ist, wenn wir jetzt hier auf das Feld? Getreide ansehen. Können wir mal reingucken hier. Hafer, Raps. Ja, das könnten wir eigentlich Hafer oder Raps, ne? Könnten wir mal. Mal rein orgeln, ja. Ja, dann machen wir den auch noch mal leer und dann ups, das da, Mikro ranholen. Ich hoffe, ich war nicht so. Ich war jetzt nicht so ganz schwer zu verstehen. Ich hoffe es. Sehr schön, dann ist der schon mal leer. Und dann holen wir mal unsere Drillmaschine. Mal ein bisschen Hafer mal anbauen.
Und auf geht's. Komm, wir füllen die Drillmaschine noch mal auf. Und dann geht das los. Ja, was eingestellt, dann können wir ja loslegen. Wie weit ist er da denn? Ja, siehst du, das läuft auch echt super. Das können wir doch so laufen lassen. Sind das Kartoffeln, die da wachsen? Ach, Sorghumhirse. Siehst du, aber es läuft. Wie weit sind wir da? Wir sind noch knapp bei der Hälfte jetzt. Echt wirklich knapp bei der Hälfte? Ich glaube, das wird uns doch noch nächste Folge auch noch mal weiter verfolgen, ne? Dass wir da ein bisschen dass wir dort ein bisschen davon noch gut haben, ne? Ja, sie ist ja auch schon über der Hälfte voll.
Wie viel soll denn noch rein in die? Produktion. Ach, da passt ja alles rein. Was ist, wenn wir da mal. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben hier noch reichlich Fläche, wo wir da mal drunter rubbeln können von dem Zuckerrüben. Ne, so ist das ja nicht. Ich glaube, den machen wir jetzt mal leer. So, dann. Ich glaube, dort können wir auch alles ins Silo schmeißen erstmal, ne? Na, dann schauen wir ja, wie viel wir denn schon mal zusammen haben. Na, weil Dings ist ja selber noch. Und die verbraucht nicht viel. Ja, dann können wir das erstmal alles dann ins Silo schmeißen. Und die Sache ist auch erledigt, ne? Aber das macht den Braten jetzt auch nicht fett, dass wir das da alles reinschmeißen, weil da. Der hat quasi keinen Verbrauch, was das angeht. Na, und wenn er dann droht leer zu werden, dann kann man ja auch immer noch denn da vom Silo was reinschmeißen. Das bricht uns jetzt auch keine Zacken aus der Krone, ne? Oh, siehst du, wir kommen wieder und da ist schon fast voll, ne? Oh,
sehr schön. Oh, wir sind ungefähr jetzt, ja, sind jetzt über der Hälfte jetzt. Entschuldige. Das ist auch sehr schön, dass wir da. Bei der Hälfte sind. Sie ist ein Kommentar, dann nächste Folge dann den Rest noch machen. So gesagt. Na und hier. Oh. Hier haben wir gerade angefangen mit dem Kram und hier da oben schon mal nicht weitergemacht. Das ist ein. Warum auch immer. Warum auch immer hat er da nicht weitergemacht, ne? Aber ist nicht so schlimm. Wir machen den Rest nochmal schnell mit fertig. Und dann passt das schon. Von mir aus kann er denn jetzt auch hoch und runter juckeln. Das kann er gerne machen, ne? Überall was hin. Gut, sehr schön. Dann lassen wir wieder dann den. Auf geht's. Sie haben dann schon ein Stück geschafft von der Fläche.
Ach, wer denn da schon wieder aufgegeben, ne? Meint er, dass er gleich die Folge zu Ende ist, oder was? Wir haben jetzt schon 85.000 Liter wieder hier drin, ne? So, wer meint denn hier fertig zu sein? Ja, das war mir schon klar. So, dann hoffen wir, dass er gleich. Das ist immer typisch Helfer, ne? Ne, typische KI-Helfer, ne? Das ist noch wirklich auslegereif, noch nicht. Das muss noch. Aber siehst du, sehr schön. Das ist schon mal was Feines. Damit können wir auch arbeiten. Ja, dann geht er hier bei. Ich glaube, aber das kriegen wir heute, glaube ich, nicht mehr hin. Nö, ich denke mal, das kriegen wir dann in der nächsten Folge hin. Dass wir da dann. So gesagt, dieses Feld fertig kriegen. Und dann eventuell. Diese Dünger kann noch drauf. Das machen wir, glaube ich, im ersten Wachstumsschub. Ja, das machen wir dann alles in der nächsten Folge dann. Dann geht das mit der Ernte weiter. Aber ich glaube, da werden wir uns auch noch einen neuen, den anderen noch runter bestellen, glaube ich.
passt, glaube ich, ein bisschen mehr rein. Ja, wie schön. Da, der ist auch schon wieder halb voll. Das hat uns. Also ich sehe schon. So, dann schauen wir mal. Gemüse, Zuckerrohr, Kartoffel, Rüben. So, der kostet jetzt schon 222.000. Kaufen. Yay! Dazu brauchen wir noch Schneidwerk, Gemüse, Fall, Kartoffel, Rüben. Ach, Standard, schnell und unreal. So, kaufen. Ja, sehr schön. Dann steht er schon mal da. Kostet sogar weniger. Der kostet sogar weniger als der andere, ne? Aber da könnten wir ja mal. Aber da sitzt er ja schon quasi an der. Weißt du, der hört mal auf und geht beiseite. Da drücken wir jetzt mal O. Und dann hüpfen wir mal. Alter. Nicht dein fucking Ernst, oder? Aber das ist ja wirklich jetzt unreal, ne? Ich lasse ja einiges durch hier, ne? Aber das. Ey. Wo ist denn unser. Na, ja, aber das ist doch ein bisschen. Den probieren wir jetzt hier auch aus. Siehst du, damit können wir ja ein bisschen.
so gesagt ein bisschen besser arbeiten. Quasi. Aber das machen wir halt im Hintergrund. Ne? Dass wir das dann da quasi so abernten. Ne, wir werden das so mit ansehen und hast dich gesehen, aber ernten tun wir dann so nebenbei. Weil das ist mir ja ein bisschen zu schnell, ne? So, man hätte man auch den kleineren holen können, ne? Aber mit 200? Ganz ehrlich. Ne, finde ich schon ein bisschen zu. Ist auch da. Na, ja, dass wir das zumindest mal schon mal gesehen haben. Ne? Mit der Rübenernte. Siehst du, dann ist das hier auch schon mal passé. Dann kann er nämlich von. Sehr schön, dann läuft das da zurecht. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt Feierabend. Sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar ruhig gerne da und sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.